Das Erbe der Deruns. Königreich Frankreich. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Oh, wie welcher schön. Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Und die? Oh. Na komm. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Süß, gell? Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Okay, ich kann nicht sprinten oder so, aber... Abgefahrene Frisur. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Der Hund, die hat was. Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, okay. Warte! Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Ja. Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... Heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritter. Oh. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Jetzt einmal. 1, 2, 3, 4. Ach, er zählt. 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und einen habe ich schon verschossen. 9. Und 10. Nicht schlecht. Habe ich genug? Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk. Von dir. Ich bin am PC und habe Verzögerung. Hatte ich fast vergessen. Man hat immer ein bisschen Verzögerung. Immer. Er hat wohl einen Hasen. Aber am hinterher, Tablet ist es noch mal viel spürsamer. Ich komme nach. Du warst sicher zu nah dran am Baum. Du bist viel schneller als ich. Hi. Folge Leon. Ah ja, wie bei Phasmo. Ah ja. Mhm. Leon! Warte auf mich! Hundi! Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Wo ist der hin? Wo ist er? Da vorne. Da bist du ja.
Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Braver Hund. Ist hier. Hat er was gefunden? Mhm. Oder liegen Steine für mich? Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh, ich hab mich gesehen. Was? Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Oh. Der direkt versagt. Du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Ja, mach ich doch. Manu, es kann mich doch gar nicht gesehen haben. Stand mit dem Rücken zu mir. Oh, da hinten ist noch eins, oder? Ah ne, es ist wieder Steine. Wo ist es denn? Oh je. Jetzt greift es mich gleich an, ich sehe es schon. Du machst zu viel Lärm. Manu. Oh. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Ja, ich hätte doch links rumgehen sollen. Ich habe es mir noch angeschaut, aber habe mich dann entschieden, ja, nee, direkter Weg. Blöde Idee. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. So. Okay, lauf. Ah, no. Oh. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Upsa. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Warst du schnell? Leon, komm her! Leon! Leon, ich bin hier. Ich komme. Oh no. Wer war das? Zieh ihn raus? Ja. Oh no. Oh no! Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort! Oh Gott, das ist kein Spiel für mich. Ich bin im Lurk. Oh, Mio. Ich find's übel, ja, wenn Tiere sterben, das finde ich auch ganz... Bäh. Schade. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Ja. Aber. Wo
sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Wir haben schöne Pferde. Oh, Mademoiselle Amicia, hi. Ihr seid zurück. Ja, Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Wir sind relativ wohlhabend, hätte ich jetzt gesagt. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Hi. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Die Einige Hunden wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Ach so. Ah ja. Obwohl ich finde... Wir nehmen jetzt nochmal eine Fuhre Steine mit, aber ich glaube, ich habe es gut genug begriffen, wie man zielt und schießt. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Toll, später ganz vor. Toll. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem. Ach, das ist die Kirche? Schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Pfarrer? Nein? Okay. Er spricht nicht mit uns. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Oh, okay. Warum liegt hier Stroh? Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Wow. Oh, Mademoiselle Amicia, ja. Ich habe euch gar nicht gesehen. Schon okay. Hallo, guten Tag. Wo müsst ihr denn hin? Also ich finde, es sieht jetzt nicht so aus, als ob die Hungersnot hätten, oder? Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir die bestimmt. Die Jahreszeit passt gerade zu unseren, ja. Das scheint auch nicht unsere Mutter zu sein. Gehen wir mal hier die Leiter hoch. Oh. Ist bloß ein Speicher. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Gewürze. Ich habe jetzt einfach Gewürze mitgenommen? Na gut. Na gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, was wir damit anfangen sollen. Ging es da wo raus? Nein, nein. Mutter! Wo bist du? Das ist aber auch groß hier. Aha. In die Schlafgemächer hier lang, scheinbar. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Oh ja. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh,
Danke. So, Mutter? Ich habe eine schlechte Nachricht. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Hugo? Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Super Verhältnis. Wenn sie mich so anzickt, dann muss ja hier was Interessantes sein. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Sie hat keine Ahnung, oder? Von ihrem Bruder. Wo ist er? Hugo? Hugo? Verschlossen. Ja, dann mach halt auf. Gerade eben hat sie den Hebel noch zugemacht und jetzt weiß sie nicht mehr, wie sie ihn aufmacht. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Nicht die Fensterläden öffnen, hat sie gesagt. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsuch das Haus. Ist nicht ihr Tag heute. Ist das Mama? Nein. Oh mein Gott. Ich drücke Y, um nach Hugo zu rufen. Hugo! Hugo, komm her! Was ist denn? Psst! Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Und jetzt? Oh Gott! Wo sollen wir hin? Wo haben sie ihn versteckt? Los! Jetzt! Wo ist Mama? Oh, schnell! Hugo, ich bin's, Gabriel! Komm schnell hin! Ich bin... Hey! Da ist jemand! Ich weiß. Ah, oh! Ja. Wie du einfach schon aufgewischt hast. Wow! Krass. Aber schneller geht halt nicht mit dem Kind im Arm. Hugo, bei Fuß. Komm. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Was ist denn? Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ach, das auch, ja. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Shh. Ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du! Was zum Teufel treibst du da? Schütte. Was ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr den... Gabriel! Amicia! Shh. Wirklich so schwer? Oh, Scheiße. Nein. Leer! Hört auf! Das wird sich leeren! Nein! Oh no! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey du! Nein. Komm schon!
Sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo de Roux? Da runter. Rechts. Weasel. Wann rechts? Oh Gott, ich lese es doch zu spät. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Alles gut. Alter, ich hab... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. No. Nein. Ich hätte besser rausgehen sollen, oder? Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo es rausging. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Aber gerade eben, ich weiß schon, war eigentlich der Ausgang, aber... Das, glaube ich, wäre keine gute Idee gewesen, oder? Hier raus, Girl. E. Oh. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Mutter! Jawohl. Oh, Kinder. Gern geschehen, Mama. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Ich habe so irgendwie keine Sympathie für die Mutter. Geht's nur mir so? Oder fühlt jemand so wie ich? Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Hab ihn schon. Aber leise, ja? Ja. Okay, ja. Leise. Sie sind überall. Vertraut mir. Niemand darf hier lebend raus. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Das hat ja beim Schwein auch schon so gut funktioniert, das Gras. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Der Kleine liebt Blumen. Welche gebracht? Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Hat dann geklappt. So toll. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Jetzt. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Oh, Feigling. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Aber Robert der Ruhm. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Halte Steuerung gedrückt, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Okay. Ich habe keine Steine. Ach, rein zufällig liegen hier welche. Gut. Nein, Amicia, deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Aber ich habe doch Steuerung... Warte, nein, habe ich nicht. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen.
Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senor Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Ich gehe davon aus, ich soll wieder einen Stein schmeißen. Komme gleich wieder. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Was ist das für ein Riesengrundstück? Zum Glück kennt Mutti sich aus. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Ui, was haben wir hier? Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Schmeiß ich den hin? Irgendwo da hinten. Du hast einen Topf aufgehoben. Halte Tabulator gedrückt, um das auszuwählen. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Ah, ja. Was war denn das? Oh. Los jetzt. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Mama, ich habe uns dann umgebracht. Ach, oh, Beatrice darf auch nicht sterben. Ups. Ich habe das Schleichen aufgehoben aus Versehen. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst okay. du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel. Was soll dieser ganze Lärm? Was soll der ganze Lärm? Warum? Hier, rührt euch nicht vom Fleck! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh, Weasel. Das wird anstrengend für dich heute. Okay. Okay. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Das ist halt, glaube ich, einfach du? Das Tutorial, das in dem ich bereits ablenken. Versage. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Okay, ich habe den blöden Topf. Mann, den schmeiße ich jetzt doch, wie ihr Gesindel seid. Richtig weit weg. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Dieses Geräusch, das sehe ich mir besser an. Ja, geh mal. Los jetzt. Ja. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Was? Halt meine Hand gut fest. Gerade eben hat es noch nicht geregnet. Run. Mach auf, Mama. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber Kriech. Wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Komm. Was liegt dahinter? Ein Schloss, hoffentlich. Auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Schon erledigt. Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Mutter hat uns zur Seite Gnade, geglitscht. Gnade! Wartet. Hey, um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Sorry, Weasel. Kommt mit. Folgt mir. Oh. Upsala. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Kind rüberzutragen. Moment. Oder? Komm. Bleib hier und kein Mucks. Nee, nein. Ich warte auf dich. Nein, du komm. Herkommen. Komm. Ich komme. Komm. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Ja, sorry. Oh, mein Gott. Ich bin einfach eine schlechte große Schwester. Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Sehr gutes Ein- Vorbild. Aus. So ist es gut. Wird den Kleinen schon durch die Löcher schubsen. Wenig Zeit. Die Mutter so, Alicia lässt sich gleich los und ich war schon quasi kurz davor, ihn einfach reinzubrechen. Nur Mut, Liebling. Nein, okay. Ich hab's verstanden. Wir müssen uns besser um ihn kümmern. Und es spielt wirklich eine Rolle, ob ich ihn an der Hand habe oder nicht. Folge mir. Leise. Sofort. Hugo, du wirst meine Geduld noch strapazieren, das weiß ich. Er wird abgehärtet, der Kleine. Ja, Wiesel sehe ich ganz genauso. So, und jetzt aber, wie kriege ich ihn denn jetzt zuerst rüber? Hopp, so geht das. Danke. Hä?
Okay, also scheinbar, solange ich ihn an der Hand habe, macht sie das automatisch. Mutter! Mutter hockt im Gras. Gut, dann weiter. Mit Öko ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay, Hugo, bleib hier. Du musst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Was ist denn das? Hey, hier! Nein! Wo geht denn hin? Was ist das? Pass auf, der gute Skelett mir koche. Oh, Leute, gut, ich werde so oft drauf gehen in dem Spiel. Ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Warum dreht er sich genau in dem Moment um? Still bleiben! Bleib stehen! Okay. Gut, dann weiter. Ich weiß Bescheid. Hugo, lass meine Hand los. Ich muss mich konzentrieren. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Jetzt aber, dreht er sich doch erstmal nicht um. So, lauf, lauf, lauf. Nimm den Topf. Wo schmeiß ich die jetzt hin? Wo schmeiß ich die jetzt hin? Erstmal ins Gras. So. Wo soll ich ihn hinlenken? Ich schmeiß einfach mal. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Hä? Ach so, ich habe einen Stein geworfen. Der scheint nicht laut genug zu knallen. Ich glaube, heute kopiere ich den Command. Na gut. Oder ich muss den kürzeren einstellen. Den Schnellwischer. Das hat er gar nicht gehört. Aber... Ich muss Ihnen Bescheid geben. Wie denn? Hugo! Psst, kommt her! Wir kommen! Los, beeilt euch! Schnell! Gut gemacht! Okay. Nichts. Hier lang. Nichts. Und jetzt? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Mama? Sie denn hin? Ach hier. Gut getarnt, Mutter. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Okay. Überlass das mir. Warte, ich habe keine Töpfe mehr. Das ist der letzte. Nein, drei Steine haben wir noch. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. So, und jetzt hoffen wir, dass er dann sich bald auf dem Rückweg begibt. Geh schon. Na los. Jetzt? Nein, noch nicht. Jetzt. Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Wer bist denn du? Wie entspannt sie jetzt rausgehen. Mein Schatz! Los, versteck dich! Schnell! Ja, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss.
Oha. Hugo, komm mit. Schnell. Boah. Tötet die Schwester, den Jungen auch soll wir leiden. Was ist los? Oh mein Gott. Wo ist Mama? Ich weiß es nicht. Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Vorsichtig, Frau Fluch. Die Ärzte, Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Sie sind direkt hinter uns. Die Führer, weg hier. Um Gottes Willen. Aber wo laufen wir hin? Ja. Nein, 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 nein. Was zur Hölle ist hier los? Rettet den Jungen! Wo sollen wir nur hin? Ja, Amicia, ich weiß es nicht, Amicia. Irgendwas ist da am Boden, Amicia. Oh Gott, kann ich das überhaupt schaffen? Wir werden sterben. Ja. Nein.